Lebenswerke in der Chemie, die wir heute gemeinsam, leider virtuell, miteinander begehen wollen. Sie können sich natürlich fragen, wozu eine Autobiografienreihe von Chemikern und Chemikerinnen. Sprechen Chemiker nicht durch ihre Werke, durch ihre Stoffe für sich selbst? Natürlich tun sie das, aber ich möchte Ihnen ganz kurz meine Motivation erläutern, warum ich denke, dass eine solche Autobiografienreihe von außerordentlicher Bedeutung ist. Ganz einfach, ich glaube, dass Wissenschaft in Gesellschaft oft missverstanden wird, dass tatsächlich viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger die Funktionsweise von Wissenschaft, auch von der Chemie, teilweise falsch einschätzen, vielleicht auch nicht vollständig informiert sind. Und ich glaube tatsächlich, dass das autobiografische Genre da hier eine ganz besondere Vermittlungsfunktion hat. Denn tatsächlich ist hier der Mensch sozusagen der Vermittlungsfaktor, der die Prozesse der Forschung in die Gesellschaft hineintragen kann. Und das Autobiografische hat natürlich die Eigenschaft, dass hier derjenige Forscher, die Forscherin sich selbst, ihr Leben und ihre Werke beschreibt, also sozusagen im Auftrag seiner oder ihrer selbst unterwegs ist. Und das bringt mit sich eine ganz besondere Nähe zur Wissenschaft, die wir hier auch vermitteln wollen mit dieser Reihe. Es gibt Vorbilder. Es gab in den USA eine sehr schöne Autobiografienreihe der American Chemical Society, herausgegeben von Jeff Seaman, Paths, Profiles and Dreams. Die ist aber leider nicht fortgeführt worden. Und nun ist es dazu gekommen, dass wir hier von Seiten der GDCH aus mit einem Team eben wiederum eine neue Reihe ins Leben rufen können. Und wir hatten das große Glück und die große Freude, drei außerordentlich fähige Autoren für den Beginn dieser Reihe gewinnen zu können. Das sind Günther Meyer, Gerhard Ertel und Henry Brunner. Und von all denjenigen werden Sie heute noch sehr vieles erfahren können, wie gleich direkt aus dem Programm auch deutlich werden wird. Ich möchte ganz kurz Sie durch das Programm führen. Ich werde Sie generell heute durch dieses Programm führen. Das ist eigentlich meine einzige Funktion. Zunächst einmal wird der Förderer der Reihe und der Initiator Dr. Karl Reuter aus Freiburg uns erzählen, wie es dazu kam, diese Reihe zu starten. Dann wird es ein Gespräch geben zwischen Günther Meyer und Peter Schreiner. Wir haben also für jeden der Autoren einen Laudatoren gewinnen können. Peter Schreiner ist der jetzige Präsident der GDCH. Danach werden wir kurz etwas zu den technischen und aber auch organisatorischen Abläufen erfahren, und zwar von Eva Wille, die ein ganz wesentlicher Motor und auch ein Steuerruder sozusagen gewesen ist, um diese Reihe ins Leben zu bringen. Im Anschluss werden Gerhard Ertel und Florian Budde ein Gespräch miteinander führen. Florian Budde hier in seiner Funktion als erster Vorsitzender der Bunsen-Gesellschaft und auch als Doktorand von Gerhard Ertel im Übrigen. Danach schauen wir kurz in die Grafik dieser schönen Bücher hinein und werden über den Grafiker Andreas Töpfer etwas mehr erfahren, bevor wir dann schließlich mit Henry Brunner, eingeführt von Stefanie Dehnen, die letzte Autobiografie vorstellen können. Stefanie Dehnen ist Vizepräsidentin der GDCH und Vorsitzende der Wöhler Vereinigung für anorganische Chemie. Dann habe ich die Freude, Sie am Schluss kurz eben ausleiten zu können und einige von Ihnen, wir alle miteinander hier in diesem Zoom-Raum und einige von Ihnen, die sich schon angemeldet haben bei uns, können dann leider auch wieder virtuell nur ein Glas Sekt miteinander trinken. Ja, also Sie merken, es wird eine Reihe von spannenden Videos geben. Wir haben auch ein Quiz, das wir einblenden werden, das natürlich auch ganz wichtig ist, dass Sie daran teilnehmen. Und das können Sie bis zum 12. September per E-Mail Ihre Lösungsvorschläge über unsere Webseite, da ist die E-Mail angegeben, tatsächlich einreichen. Und es bleibt mir nun die schöne Aufgabe, all denjenigen zu danken, die dazu beigetragen haben, dass dieser Event heute stattfinden kann. Das sind natürlich vor allem unsere drei Autoren,
und unsere drei Laudatorinnen. Es ist auch der Beirat der Reihe. Neben schon genannten Personen sind es jetzt vor allen Dingen Peter Gölitz und Henning Hopf, die zu nennen sind. Ich möchte auch persönlich Christoph Meinl danken, der sozusagen der Katalysator beim Zustandekommen dieser Reihe gewesen ist. Ich möchte dem GNT-Verlag danken, der diese schönen Bücher produziert, hier vor allen Dingen Ralf Hahn und Martin Barth. Natürlich dem Grafiker Andreas Töpfer, der Fachgruppe Geschichte der Chemie, der GDCH generell, hier vor allen Dingen Herrn Remeny, Herrn Koch und Max Bräutigam, der wirklich sehr, sehr viel Technisches im Hintergrund gewirbelt hat. Marc Grünewald, mein Mitarbeiter, der das jetzt eben auch tut. Und dann schließlich, und das ist ganz, ganz wichtig und ganz zentral, möchte ich Eva Wille sehr herzlich danken, ohne die wir heute nicht vor unseren Bildschirmen sitzen könnten. Sie hat uns bewegt, sie hat uns gesteuert, sie hat uns orientiert, sie hat uns Mut gegeben und auch mal wieder Mut, wenn wir ihn mal wieder brauchten. Also ein ganz großes Dankeschön an Sie. Das werden Sie nun öfter hören von allen Beteiligten. Und damit nun zu dem, mit dem alles begann, der uns selbst die Geschichte erzählt, wie er auf diese Idee gekommen ist und wie er sie dann in Bewegung gesetzt hat, nämlich zu Dr. Karl Reuter von RCA aus Freiburg in Breisgau. Und ich bitte jetzt darum, das erste Video zu starten. Mein Name ist Karl Reuter. Ich bin 66 Jahre alt und ich wurde 1985 im Arbeitskreis von Professor Dr. Günther Meyer am Institut für Organische Chemie der Justus-Liebig-Universität Gießen promoviert. Nach 8 Jahren Tätigkeit in einem Chemiekonzern leite ich seit nunmehr 26 Jahren mein eigenes Unternehmen, das sich mit Trendtechnologie beschäftigt. Ich bin der Initiator und Sponsor des heute vorgestellten Buchprojektes Lebenswerke in der Chemie. Und Professor Dr. Carsten Reinhardt, der Vorsitzende der GDCH-Fachgruppe Geschichte der Chemie und der Vorsitzende des Beirates des Buchprojektes, hat mich gebeten, in einem kurzen Video die Entstehungsgeschichte dieser Initiative zu erzählen. Wie kam es also zu dem Buchprojekt Lebenswerke in der Chemie? Meine erste Antwort ist sehr einfach. Es ergab sich schlicht aus einer Folge von Zufällen. Aber was sind schon Zufälle? Zu Lebzeiten meiner Schwiegermutter hatte ich mit meiner Frau und meinen Kindern in der Woche nach Ostern immer Familientreffen im Sauerland. Und da bot es sich an, dass wir uns auf der Rückfahrt über Marburg bei Meyers zum Samstagnachmittagscafé einluden. So also auch geschehen im Jahr 2015, als mir Herr Meyer erzählte, dass er im Begriff war, für seine Kinder einen Bericht über seine Chemie zu schreiben. Ich war von dieser Idee sofort begeistert und habe ihn regelrecht bestürmt, das tatsächlich zu tun. Und zwar nicht nur für seine Kinder, sondern für alle seine Mitarbeiter. Warum ich dieser Meinung war? Am 1.12.1997 hielt Günther Meyer an der Chemischen Fakultät der Universität Freiburg einen GDCH-Vortrag über seine Chemie. Herr Meyer hatte mich vorgewarnt und so war ich unter den Zuhörern. Er begann einzig mit einem Stück weißer Kreide in der Hand auf der ersten Tafel links oben und endete nach 60 Minuten auf der vierten und letzten Tafel rechts unten. Die Chemie, die er in dieser Stunde vor dem Auditorium ausgebreitet hatte, war atemberaubend, nahezu unglaublich. Ein verbotenes oder unmögliches Molekül zu synthetisieren, ist immer eine Sensation. Er zeigte uns nur solche Moleküle. Und er hat fast die gesamte Liste an denkbaren Kandidaten synthetisiert. Die gesamte Palette der Antiaromaten, also Cyclobutadien, Oxiren, 1-H-Azirren, die unglaubliche Liste an stabilen Tetrahedranen, Heteroaromaten wie Silabenzol, Borabenzol, Doppelbindungen mit Silizium wie Silaethylen und Disilylen, Dreifachbindungen mit Silizium wie Silaethin, Disilin,
Silanitril, Carbene wie Carben, Cyclopropenylidene, Cyclodiazadiencarben, Silylene wie Silylene, Silacyclopropenylidene, Methylmethoxysilylene, Diazazirensilylene, Irine wie Silazirin, Diradikale wie Trimethylenmethan, Kohlenstoffsuboxide und Kohlenstoffsubsulfide mit bis zu 5 Kohlenstoffen. Als der Vortrag endete, war klar, hier hat eine zielstrebig und systematisch die elementaren Verknüpfungen von Kohlenstoffen mit Kohlenstoffen bzw. Heteroatomen in allen möglichen, unmöglichen oder verbotenen Formen die gesamte Energiehyperfläche im eingefrorenen Zustand ins Reagenzglas gebracht und vermessen und hat damit den experimentellen Grundstein gelegt für den Aufbruch der organischen Chemie in das neue digitale Zeitalter. Also zur theoretischen Rechnung von Molekülgeometrie, Übergangszuständen und letztlich von Reaktionen. Er hatte als Pionier mit ungeheurem Ideenreichtum und enormem handwerklichem Geschick die Chemie der richtigen Vorläufer, die Technik der Matrixisolation und der spektroskopischen Vermessung der Moleküle entwickelt. Und er hat im engen Schulterschluss mit Theoretikern seine experimentellen Daten mit theoretischen Rechenmodellen verglichen. Er hat damit ein wichtiges Stück Wissenschaftsgeschichte geschrieben. Ich war sehr beeindruckt. Ich kannte bis zu dieser Vorlesung vielleicht 20% seiner Chemie. Meine Vermutung war, dass es sich bei der Mehrzahl meiner Kolleginnen und Kollegen im Arbeitskreis nicht anders verhalten würde. Und seine Chemie war es wert, gekannt zu sein. Herr Meyer hat sich also tatsächlich hingesetzt und angefangen zu schreiben. Und als ich im Juni 2015 über den Dächern Freiburgs das 20-jährige Firmenjubiläum meiner Firma feierte, überreichte er mir das erste Kapitel seiner wissenschaftlichen Erinnerungen als Geschenk. Ich hatte ihn daraufhin gebeten, das Manuskript zu vervollständigen und erklärte mich bereit, mich als Verleger der Erstauflage zu engagieren. Meine nachfolgenden Urlaube waren weitgehend mit Meyerscher Chemie gefüllt. Und so ist es fast schon Tradition, dass auch mein jetziger Urlaub auf Sardinien zum Gutteil dem Buchprojekt gewidmet ist. Eigentlich hätte es das gewesen sein sollen, aber ich war nicht zufrieden. Meyer beschreibt hautnah und authentisch, wie Forschung gemacht wird, wie er sie gemacht hat, wie sich die Ideen entwickelten, wie eines zum anderen kam. Das muss eigentlich interessant und erhellend sein für jetzige Forschende. Und ich war der Meinung, das Meyer-Buch sollte in jeder Chemiefachbereichsbibliothek in Deutschland zu finden sein. Das ging aber nicht so einfach. Und bei nochmaligem Überdenken habe ich auch ein gewisses Verständnis für dieses No-Go. Aber worum geht es wirklich? Was würde eigentlich Sinn machen? Wäre es nicht großartig, eine ganze Reihe bedeutender, wirklich erfolgreicher Forscher über ihr wissenschaftliches Lebenswerk berichten zu lassen? Und zwar anders als in den Fortschrittsberichten oder Review-Artikeln darüber im Zusammenhang zu erzählen, wie sich Gedanken und Ideen entwickelten. Was waren die tragenden, zugrunde liegenden Fragestellungen? Was waren die Ziele? Was war vorausgedacht? Was war Zufall? Was waren die Strategien und Erfolgsrezepte oder Tugenden des jeweiligen Forschers? Und ich bin sicher, es gibt viele verschiedene, auch kulturell, landesspezifisch verschiedene. Was hat funktioniert? Was nicht? Wie funktionierte die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, Diplomanten, Doktoranden? Wie die Zusammenarbeit mit Institutskollegen? Wie die Zusammenarbeit mit Kollegen weltweit? Wie gingen sie mit Misserfolgen um? Welche äußeren Rahmenbedingungen lagen vor, zum Beispiel in Form von Budgets für Mitarbeiter, Geräte etc.? Gab es Wohlwollen und Unterstützung durch die Öffentlichkeit, die Medien, die Politik? Welche Widerstände galt es zu überwinden?
Und wie ist er oder sie damit umgegangen? Nota bene, kluge Köpfe gibt es viele, aber es sind nur wenige, die wirklich einen großen Bogen geschlagen haben und ein reiches wissenschaftliches Erbe hinterlassen. Vielleicht ließe sich so ein Puzzle zusammentragen von den erfolgreichsten Köpfen der letzten Chemikergeneration, das in seiner Synopsis, seiner Zusammenschau lehrreich und erhellend, aber auch Inspiration und Ansporn ist für viele, für Forschende, sprich Doktoranden, Habilitanten und Professoren, aber auch für Politik, Presse und Gesellschaft. Innovationen, neue und wirklich gute Ideen sind der wichtigste Rohstoff unseres Landes und in Wahrheit der ganzen Welt. Jeder, der glaubt, die Welt ist bereits erfunden, irrt gewaltig. Wir stehen erst ganz am Anfang. Das Unterfangen könnte also durchaus relevant sein für uns alle. Und kaum eine Wissenschaft eignet sich so gut dazu wie die Chemie, sozusagen ein Untersuchungslabor zu sein für den kreativen Prozess. Denn erstens, chemische Forschung hat inzwischen gerade in Deutschland, aber ebenso weltweit, eine lange Tradition. Und es hat sich eine funktionierende Forschungskultur herauskristallisiert. Der im Vergleich zu anderen Naturwissenschaften sehr hohe Anteil an promovierten Chemikern ist beredter Beleg dafür. Und zweitens, insbesondere durch die heutigen hochentwickelten und schnellen Analysemöglichkeiten, GC, HPLC, NMR, MS etc. und die exzellenten Literaturrecherchemöglichkeiten, braucht es oft nur wenige Tage oder Wochen, um eine Idee für eine neue Substanz mit besonderen Eigenschaften, eine neue Synthesemöglichkeit und vieles mehr zu überprüfen oder in die Tat umzusetzen. Und die experimentelle Antwort ist meist sehr schnell schlüssig und eindeutig. Wir müssen nicht mehr lange im Nebel stochern. Das heißt, man kann in sehr kurzer Zeit Bedeutendes Neues generieren. Lassen Sie mich hier noch folgende drei Bemerkungen anfügen. Erstens, für mich sind die Forscher weltweit, die auf ein großes, bedeutendes Feld an Wissensgewinn, Erfindung und Innovation, nicht im Dienste militärischer Überlegenheit, sondern im Dienste der Menschheit und unseres Planeten zurückblicken können, die eine ganze Wissenschaftlergeneration nach ihnen geprägt haben, die wahren Pioniere, die wahren Helden unserer Welt und unserer Zeit. Das heißt natürlich auch, das Projekt muss von Anbeginn an ein internationales Projekt sein. Es geht ja immer um einen bedeutenden Beitrag für die Wissenschaft, für die Menschheit und unseren Planeten. Zweitens, den erworbenen Wissens- und Erfahrungsschatz an die nächste Generation weiterzugeben, ist ein segensreiches kulturelles Bedürfnis. Ich danke ausdrücklich allen Autoren, die sich dieser Mühe am Ende ihres Forscherlebens unterziehen. Und drittens, natürlich sollte so ein Buch auch eine augenfällige Anerkennung für die lebenslang erbrachte Leistung sein. Ich bestürmte also erneut meinen Doktorvater und machte ihm den Vorschlag, genau so ein Buchprojekt ins Leben zu rufen. Seine Antwort erfolgte prompt. Dieser Vorschlag duldet keinen Aufschub. Sehr schnell hatten wir genau die richtigen Top-Leute für dieses Projekt gewonnen. Dr. Peter Görlitz, von 1982 bis 2017 Chefredakteur der Angewandten Chemie. Professor Dr. Henning Hopf, bis 2006 geschäftsführender Leiter des Instituts für Organische Chemie der TU Braunschweig. Er war Mitherausgeber der chemischen Berichte und von Liebigs Annalen und war Literaturbeauftragter des Vorstands der GDCH. Und eben Professor Dr. Carsten Reinhardt. Wir rannten offene Türen ein. Carsten Reinhardt hatte auch schon den passenden Verlag an der Hand und Peter Görlitz' Frau, Frau Dr. Wilde, war mit ihrer mehr als 20-jährigen Erfahrung in wissenschaftlicher Verlagsarbeit eine geniale Ergänzung des Gremiums. Und voilà, 18 Monate später können wir nun die ersten drei Lebenswerke präsentieren. Ich bin sehr dankbar für die überaus engagierte Arbeit dieses Gremiums.
Lassen Sie mich abschließend zurückkommen auf meine Bemerkung zu Anfang. Aber was sind schon Zufälle? Ich habe 1995 den etwas verwegenen Entschluss gefasst, mich mit zwei neuen Ideen zur chemischen Stofftrennung selbstständig zu machen und eine sichere Position in der chemischen Großindustrie aufzugeben. Es war die Zeit der New Economy und Unternehmen gaben sich selbst Unternehmensziele und ein Leitmotto. Ich hatte zwar nur eine Idee im Kopf und kein Unternehmen, aber das Unternehmensmotto für RCA, meine Firma, war schon kreiert. Den Schöpfergeist im Menschen entfesseln. Oder auf Englisch, Pioneering the Genius in Man. Das Motto war zuerst Anspruch an mich selbst, aber ebenso an meine Mitarbeiter und auch an meine Kunden und Kooperationspartner. Auf dem allerersten RCA-Briefkopf fand sich dieses Firmenmotto. Ich habe es aber sehr schnell wieder verschwinden lassen, weil es zu überheblich klingt, andere vielleicht herabwürdigt und insbesondere, weil man sich so ein Motto natürlich zuerst verdienen muss und man es sich eigentlich nie verdienen kann. All das im Sinn finde ich es dennoch richtig, heute dieses Motto erneut voranzustellen. Den Schöpfergeist im Menschen entfesseln. Darum geht es in der Quintessenz. Möge die Buchserie hierzu ein Beitrag sein. Ich bedanke mich mit ganzem Herzen bei allen, die dieses Projekt ermöglicht haben und die sich mit ihrem Engagement und ihren Möglichkeiten für dieses Projekt einsetzen und es erfolgreich und wertvoll machen. Und ich wünsche diesem Projekt jeden erdenklichen Erfolg. Vielen Dank, lieber Herr Reuter, von uns allen. Ganz wunderbar gemacht, wie Sie sehen. Auch noch die nächsten Videos, die sind an ganz unterschiedlichen Orten entstanden über den Sommer hinweg. In diesem Fall ganz herzliche Grüße an Ihre Tochter Franziska Reuter, die die Kamera geführt hat und das ganze Technische gemacht hat. Ja, jetzt muss ich eigentlich gar nichts mehr sagen über den Herrn Günther Meyer, der jetzt gleich gemeinsam mit Herrn Schreiner seine Autobiografie vorstellen wird, denn Herr Reuter hat natürlich schon sehr vieles über Sie verraten. Lieber Herr Meyer, Sie haben den Anfang Ihrer Karriere an der TH damals noch in Karlsruhe verbracht, waren Postdoc an der Johns Hopkins University gewesen, haben dann in Karlsruhe habilitiert, sind 1970 an die Universität Marburg gegangen und 1978 dann an die Universität Gießen, an der Sie 2000 emeritiert, tatsächlich, wie ich aus Ihrem Buch gelernt habe, noch richtig emeritiert worden sind, sind aber natürlich auch weiter tätig geblieben. Das nur so für die Eckdaten sozusagen. Das Gespräch, was wir gleich sehen werden, führen Sie mit dem GECH-Präsidenten Peter Schreiner, der seit 2002 Professor für organische Chemie an der Uni Gießen ist und der direkte Nachfolger von Ihnen, lieber Herr Meyer. 2020 hat Peter Schreiner den Akademiepreis der BBAW erhalten. Das nur so als ganz kleiner Hinweis darauf, welch ausgezeichneter Wissenschaftler hier gemeinsam mit Ihnen, lieber Herr Meyer, auf dem Sofa sitzt. Und nun bitte ich, das nächste Video zu starten. Lieber Meyer, vielen Dank erstmal, dass ich hier dabei sein darf zu diesem besonderen Anlass. Es ist mir eine Freude, Ihr Buch sozusagen als Leser und als auch jemand, der inhaltlich das gut verstehen kann, ein klein wenig in Zitaten kommentieren zu dürfen. Als ich Ihr Buch las, fühlte ich mich natürlich sofort daran erinnert, warum ich selbst Chemie studiert habe und Hochschullehrer werden wollte. Ich wollte das Kind in mir am Leben erhalten. Das klingt vielleicht ein wenig naiv, aber ich glaube trotzdem, ist es wahr. Als wir uns das erste Mal im Jahr 1997 auf der Lou Erlinger-Tagung persönlich begegneten, damals in Athens, Georgia, weit weg von hier, da war es in der Tat Ihr verschmitztes Lächeln während Ihrer Präsentation, das sie immer begleitet hat, das mich elektrisiert und eine Reaktion in mir ausgelöst hat. Sie machten klar, dass das Herstellen und Verstehen neuer, in Anführungsstrichen unmöglicher Moleküle,
eines der allergrößten Vergnügungen, die man überhaupt als Chemiker haben kann, ist. Manche haben das verlernt, sich hierüber zu freuen. Aber ihr Buch macht klar, auch jenen, dass gerade dieser, und verzeihen Sie mir es, dass ich es so unverblümt sage, Spieltrieb es ist, das unsere Profession so spannend macht. Das kommt aus Ihrem Buch sehr gut heraus und es macht es für mich deshalb so besonders lesenswert. The fun of finding things out, hat schon Richard Feynman gesagt. Und das ist das, was den wahren Forscher antreibt. Das haben Sie uns allen nochmal in der Rückschau dargelegt und mit auf den Weg gegeben. Vielen Dank hierfür. Das Buch legt auch schön dar, welchen Einfluss Sie auf die physikalisch-organische Chemie hatten und auch noch haben. Für mich in zweierlei Hinsicht. Das erste ist, nichts soll heißen, kein Molekül ist unmöglich. Das zweite, Fächergrenzen sind irrelevant. Letztere haben Sie stets mühelos überwunden und Ihre Forschung war gekennzeichnet durch viele, auch technische Aspekte. Viele Organiker scheuen sich davor, zum Beispiel etwas wie eine Matrixapparatur aufzubauen und dann sehr professionell zu betreiben. Auch die Befassung mit der Molekülspektroskopie ist nicht jedermann und jeder Frau Sache. Am allerletzten aber auch die Theorie. Gerade die Theorie war in Deutschland für Organiker lange ein Stiefkind, obwohl es nichtsdestotrotz herausragende Theoretiker gab. Hierzu passt folgende Feststellung aus Ihrem Buch, als Sie über erste Arbeiten zur Valenzisomerisierung in den 1960ern berichten. Bei Beginn meiner Niederschrift war der theoretische Hintergrund für das ominöse Prinzip, welches diese No-Mechanism-Reaktion beherrscht, noch völlig im Dunkeln. Dies wurde blitzartig anders, als Woodward und Hoffmann 1965 ihre theoretischen Arbeiten über die Erhaltung der Orbitalsymmetrie publizierten. Im Jahr 1970 im Verlag Chemie publiziertes Buch über dieses Thema ist zur Bibel, in Klammern auch meine Bibel, all derer geworden, die sich während der folgenden zwei Jahrzehnte bemühten, die Gültigkeit der Woodward-Hoffmann-Regeln zu ergründen. Man kann sagen, dass die Erhaltung der Orbitalsymmetrie das bedeutendste theoretische Konzept ist, welches in den vergangenen Jahrzehnten in die organische Chemie eingeführt wurde. Eine Anmerkung am Rande: Wäre in Deutschland zu dem Zeitpunkt, als Krigier und Vogel ihre Beobachtung machten, eine Person zur Verfügung gestanden, die sie in theoretischer und organischer Chemie gleichmäßig ausgekannt hätten, würden die Woodward-Hoffmann-Regeln heute vielleicht einen anderen Namen tragen. Dem lässt sich kaum was hinzuzufügen. Man kann darüber sinnieren, aber es ist ganz klar, dass man die organische Chemie nur gleichzeitig mit einer theoretisch soliden Grundlage erfassen kann. Das haben Sie in Ihrer Arbeitsweise nachdrücklich dargelegt. Lassen Sie mich noch auf ein paar weitere Stellen in Ihrem Buch eingehen, die ich besonders bemerkenswert finde und die ich auch sehr persönlich mit vielen Dingen, mit meinen eigenen Arbeiten und Ansichten verknüpfe. Zuallererst ist es die Arbeit, Ihre Arbeit am Neukaradien-Zykloheptatrien-System, das Sie während Ihrer Habilitation angegangen hatten. Wie Sie schön schreiben, ich hatte inzwischen gelernt, dass mich die reine Synthesechemie nicht befriedigte. Da kann ich Ihnen aus meiner Warte nur beipflichten, denn auch ich sehe die Synthesechemie und meine organischen Freunde mögen mir das verzeihen, vornehmlich als Mittel zum Zweck oder wie Sie es nennen, als Grundlage für einen Lerneffekt, der der Aufklärung bindustheoretischer Fragen dienen sollte. Witzigerweise, vielleicht wissen Sie es gar nicht, befasste auch ich mich während der Habilitationszeit mit diesem Neukaradien-Zykloheptatrien-System, wenn auch nur am Rande. Während der Rehabilitationszeit mauserte sich die physikalisch-organische Chemie zu einer großen Triebkraft in der Forschung. 30 Jahre später, als ich in diesem Stadium war, war sie von ihrem eigenen Erfolg, zu dem sie maßgeblich beigetragen hat, überholt worden. Ganz in dem Sinne, dass die Revolution ihre Kinder frisst, wie es der französische Revolutionär Pierre Vergniaud treffend sagte, bevor er zum Schafott geführt wurde. So schlimm kam es dann doch nicht, aber die physikalisch-organische Chemie war durch die in Deutschland sehr stark vertretene Synthesechemie ins Abseits geraten und es galt, wie Sie schreiben, dass die organische Chemie das Fach wäre, in welchem der Verstand weniger gefragt sei als ein gutes Gedächtnis. Ich habe mich genau deshalb entschieden, der physikalisch-organischen Chemie treu zu bleiben und vielmehr dabei zu helfen, sie zeitgemäß weiterzuentwickeln. Heute wird dies glücklicherweise wieder anerkannt.
Und die aktuellen Initiativen, wir denken mal zum Beispiel an ein neues Schwerpunktprogramm der DFG zu Machine Learning und künstliche Intelligenz, sind letztlich Ansätze der physikalisch-organischen Chemie, nämlich Struktur- und Eigenschaftsbeziehungen mittels ausgeklügelter Algorithmen noch besser in Beziehung zu setzen. Wir teilen natürlich auch das wunderbare Schicksal, Nachfolger auf Liebigs Lehrstuhl sein zu dürfen. Das regt besondere Erwartungen von außen, aber auch von uns selbst aus. Wir wollen irgendwie, und ich gleich an zwei, nämlich an Liebig und an Sie, mit unseren Arbeiten anknüpfen. Sie schreiben über diesen Drang ganz treffend: Meine Berufung auf den Lehrstuhl von Justus von Liebig hat in mir vom ersten Tag an die Erwartung wachsen lassen, irgendwann auf ein Forschungsprojekt zu stoßen, welches eine direkte Verbindung zu seinen Arbeiten knüpfen lässt. Das ist Ihnen schon gelungen mit zum Beispiel Ihren Arbeiten zur Isoknallsäure. Wir selbst haben da noch etwas nachzulegen. Meine Arbeitsgruppe hat natürlich sozusagen, Ihnen nacheifern zu wollen, das Tetrahedran und den Korsetteffekt noch etwas weiter durchleuchtet. Wir haben mit modernsten theoretischen Methoden genau jene bindungstheoretischen Fragestellungen angegangen. Kann das Stammsystem hergestellt werden? Ich glaube es fast nicht. Aber die Hoffnung wird natürlich nie fallen gelassen. Was verbirgt sich aber hinter dem Korsetteffekt? Die Antwort hierzu ist nunmehr klar. Die Londonsche Dispersion. Die Attraktion der Terzbutylgruppen hält das Innere zusammen. Insofern muss ich also Ihre Aussage, heutzutage lassen sich selbst Moleküls von der Größe eines Tetrahedrans ab initio berechnen. Dabei zeigt sich, dass der Korsetteffekt keine große Rolle spielt. Uns hat er aber als heuristischer Wegweiser beste Dienste geleistet. Dem muss ich gleich ein wenig widersprechen. Denn Berechnungen der Hinzunahme der Dispersion zeigen, dass das Korsett sehr wohl durch die gegenseitige Anziehung der Terzbutylgruppen eine große Rolle spielt. Der Name war also, wenn Ihre Interpretation im Detail auch etwas anders war, sinnbildlich treffend gewählt. Heute könnte man diesen Ausdruck wahrscheinlich aus Gründen der politischen Korrektheit nicht mehr verwenden, aber das ist eine andere Geschichte. Ein wohl für mich persönlich sehr wichtiges Kapitel befasst sich, Sie werden staunen, mit Ihrem Engagement der Partnerschaft zwischen der Justus-Liebig-Universität und der Universität Lodz. Dabei war die Tatsache, dass zwei bekannte organische Chemiker die Partnerschaft von Anfang an getragen und stark geprägt haben, von besonderer Bedeutung. Ich zitiere: Kaum hatte ich meine Zeit in Gießen aufgeschlagen, ging die Justus-Liebig-Universität eine Partnerschaft mit der Universität Lodz ein. Der Rektor der neuen Partneruniversität, Professor Skowronski, war gleichzeitig Direktor des dortigen Instituts für organische Chemie. So kam es, dass ich vom ersten Tag an engen Kontakt mit den polnischen Kollegen hatte. Viele persönliche Beziehungen entstanden und bestehen bis heute. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie wahr diese Aussage ist. Wäre es nicht um diese starke Rolle gewesen, die die organische Chemie in der Partnerschaft gespielt hatte, wäre ich sehr wahrscheinlich heute nicht mit meiner wunderbaren Frau verheiratet. Es war nämlich die Aufforderung des damaligen Partnerschaftsbeauftragten Professor Giesemann, an der 25-Jahr-Feier teilzunehmen, justament als ich gerade angefangen hatte in Gießen und alle Hände voll zu tun hatte, um durch mich die Chemie, die organische Chemie, zu präsentieren. Das hat dazu geführt, dass sich seine Nachfolgerin, Professor Monika Wingede, nunmehr meine Frau, im Lodz am Rande der Feierlichkeiten kennenlernen durfte. Ein Jahr später waren wir schon verheiratet. Ein Zitat, das uns ebenfalls eng verbindet, lieber Herr Meyer, schildert Ihre ersten Eindrücke von Gießen. Ansonsten war der Eindruck vom Institut und der Umgebung ernüchternd. Überall lag noch Schutt als Folge der schweren Kriegsschäden oder irgendwelcher Baumaßnahmen. So kam es, dass ich nach meiner Rückkehr meiner Frau auf die Frage, wie es denn in Gießen beim Vortrag gewesen sei, antwortete: Alles darf in meinem Leben geschehen, nur eins nicht, ein Ruf nach Gießen. 15 Jahre später passierte genau dies und ich war überzeugt, das Große losgezogen zu haben. Na gut, meine ersten Eindrücke beim ersten Vorstellungsvortrag waren nicht unähnlich. Aufgrund der universitätspolitischen Fehler war lange nichts in die Chemie investiert worden, sondern es wurde vielmehr durch Abwehrschaften versucht, das Fach letztlich zu verdrängen. Trotz dieses visuell negativen Eindrucks bin ich dem Ruf nach Gießen ebenfalls gefolgt, dem gleichen Gedanken, das Große losgezogen zu haben. Ich wurde nicht enttäuscht und kann mit ein wenig Stolz auf den Wiederaufbau des Fachgebiets Chemie über die letzten 20 Jahre zurückblicken. Es gilt auch hier, totgesagte Leben länger. Wir haben einen wunderschönen Neubau und ein weiterer Forschungsbau,
im Bereich neuer Materialien ist soeben bewilligt worden. Schließen möchte ich mit Ihrem starken und wichtigen Zitat: Chemie und Sport waren immer meine Leidenschaften. Da sind wir vollkommen einer Meinung. Ganz besonders, was den Tennissport angeht. Ich weiß sehr wohl, was es heißt, sonntags mit der ganzen Familie zu Wettspielen zu fahren, und teile diese Leidenschaft. Beim Golf bin ich allerdings noch nicht angekommen. Lieber Meyer, es bleibt mir zu sagen, dass ich Ihr Buch aus verschiedenen Blickwinkeln heraus sehr schätze und es regelrecht verschlungen habe. Ich werde des Öfteren darauf zurückgreifen, wenn es um einige chemiehistorische Fakten geht oder auch nur, wenn ich mir selbst ein Lächeln auf die Lippen zaubern will, das mich immer an Ihr Lächeln erinnert, wenn Sie über Wissenschaft sprechen. Das Kind ist noch im Manne. Vielen Dank. Also wunderschön. Danke. Von ganzem Herzen. Die Tetraedran-Geschichte ist natürlich die allerspannendste überhaupt. Ja. Ja. Beschreiben Sie doch das Glücksgefühl, als die Struktur dann klar war und die Kristallstruktur in Händen zu halten, diesen Augenblick. Das war ein Gefühl wie, ich weiß, was schön ist jetzt. Ja. Genau. Ja. Und ich weiß nicht, wie auch so gegangen wahrscheinlich. Wenn ich die Alternative hatte, Sie kennen ja das ja, dass wir von einer Situation x verschiedene Isomere hatten. Ja? Und wenn man letzten Endes das gefunden hat, was das Stabilste ist, was war es? Immer das, was auch das Schönste war. Ja? Also irgendwo ist ein direkter Bezug zwischen Energieinhalt und Schönheit. Ja? Oder wir haben ein Gespür dafür, ja? Was stabil ist, muss auch schön sein und so weiter und so fort. Also es war mehr so eine Befriedigung einfach. Ja? Dass es nichts Einmaliges ist, eine Kunst oder sowas, sondern dass es in der Chemie einem immer wieder fährt. Ja? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich schätze ähnlich. Ja? Irgendwie, wenn man lange genug Chemie betreibt, so in dieser Art, wie wir das tun, ich weiß, entwickelt man ein Gespür dafür, ja? was die Moleküle und Atome tun. Ja? Oder ist es einfach dieses Wissen, was man sich angeeignet hat, was sich schon umgewandelt hat in eine Sicherheit, ja, in der Prognose. Ja? Es ist einfach erstaunlich oft, es waren Dinge, die ich mir so überlegt habe, man könnte, da hätte ich garantiert, also, das muss gehen. Ja? Auch wenn es so was ganz Neues war. Ja? Aber irgendwie, der tägliche Umgang mit diesen Dingen, und dann bei Ihnen ist es noch stärker, wenn das laufend rechnet, ja, und dann sieht, wie das von einer Stufe zur anderen immer besser wird, dann entwickelt sich sowas wahrscheinlich. Ja, man entwickelt einen echten Instinkt, Schnüffelnase. Ich kann das nachvollziehen. Ja, man meint fast die Sachen zu greifen zu können. Und das ist das Schöne, eigentlich finde ich aber an der Chemie. Ich habe nie bereut, Chemiker geworden zu sein. Ja. Klar, sehr klar. Schön, ja. Aber das den Leuten beizubringen, dass ich halt, das was ich in meinem Buch bezwecken wollte, ja, einfach so wirklich dieses innere Engagement zu kreieren, ja, dass ein junger Mann sagt, hey, ja, das ist es, ja, das will ich machen. Ja. Und ich habe oft beobachtet, bei den Doktoranden sind selbst am Anfang nur verzweifelt gewesen. Ja? Und dann plötzlich, in so einem halben Jahr, wird sich was realisieren, dass man tatsächlich was bewirken kann und prognostizieren kann. Ja? Dann ist der Groschen gefallen und von da an waren das gemacht mit Leute. Ja? Und das ist schön, finde ich auch im Hochschullehrerberuf. Ja? Es sind ja Kleinigkeiten, die irgendeinen großen Schub bewirken. Ne? Das sind ja gar nicht die großen Ideen. Also meine Erfahrung war, es waren immer so Witzigkeiten, ja? Kleine Beobachtungen, ja? Wo irgendwas nicht stimmte oder so. Mhm. Oder bei diesem speziellen Fall, das plötzlich das UV-Spektrum in diesem Zyklopotent, die Carbonsäure antritt, die verändert mit der Zahl der Türgruppen. Ich hatte gelernt in meiner Ausbildung, ja, das spielt keine Rolle, so eine komische Methylgruppe da dran, die absorbieren einfach nicht, ja, wenn keine konjugierte Doppelbindung da ist. Und plötzlich sehe ich, verschiebt um 20 Nanometer. Ja. Das hätte damals auch noch niemand interessiert.
wenn ja die meisten Chemiker alle wussten, wie die Wellenlänge vom UV-Licht ist, ja, von der Quecksilberlampe. Ja. Dass man überlegen muss, was man mit 250 Nanometer machen kann. Ja. Und das waren so, das war, warum ich immer sage, ich fühle mich immer so ein bisschen als der Lonesome Rider auf der Ebene der Chemieoberfläche. Ja. Mhm. Ja. Weil mich hat er nie, bin ich nie ausgegangen von irgendwas, das muss jetzt machen, das ist das Gebiet, was aktuell ist oder was, sondern ich habe mich leiten lassen so von den Beobachtungen. Und interessant wird es dann, wenn ich was nicht verstanden habe. So wie Sie Tunnel heute waren. Ja? Ich meine, wenn ich mich daran erinnere, was wir am Kopf schütteln, da irgendwie die Tatsache registriert haben, dass selbst UV, dass selbst Infrarotlicht, ja, praktisch den Laden aufheizte. Ja? Ja. Das war völlig unverständlich eigentlich. Ja? Und da habe ich auch wiederum gelernt, dass man, was die Fächer angeht, weit gestreut sein muss. Wenn die Kinetik gelernt haben, physikalische Chemie, da haben die kinetischen Gesetze gegolten. Ja? Es war so fest wie irgendwas, ja? Dass es darüber auch noch was gibt, ja? Darüber hinaus. Ja? Das war eine höchste Absurdität, die man vielleicht mal gehört hat. Ja? Aber dass es einem im Labor direkt mit dem alltäglichen Arbeiten passiert, sie hätte nie gedacht. Ja, ja, wir waren auch sehr überrascht. Ja, ja. Also, aber es ist genau das Gleiche. Ja. Wir haben uns das nicht ausgedacht, sondern das war da einfach. Ja. Und wir haben gesehen, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass etwas ungewöhnlich war, das wir nicht verstanden haben. Und da sind wir hingegangen. Ja, ja, und ich glaube, dass so ist auch Forschung. Ja. Und ich glaube auch, wenn Leute sagen, wenn sie manchmal Vorträge halten, dass sie sich das jahrelang überlegt haben und dann kam es zustande, das ist mir noch nicht passiert. Ich wünschte ja, dass es passieren würde, aber es ist doch eher so, dass man sich stets müht und dann hofft, das Ungewöhnliche zu sehen. Ja, ja, das ist für mich ein gutes Stichwort. Wie ich angefangen habe, Chemie zu studieren, aus großer Leidenschaft zum Fach, habe ich auch gedacht, das ist was sehr Gutes, weil man dann nicht, wie zum Beispiel ein Arzt, mit einem Objekt zu tun hat, das mit einem spricht und vielleicht auch noch jammert und leidet und sonst was, sondern es ist ein kaltes Objekt. Und ich dachte immer, die Wissenschaft, die harte Wissenschaft ist auch sehr nüchtern und sehr kalt. Und was wir beide natürlich gelernt haben, sehr schnell und auch gefühlt haben, ist, dass es das Gegenteil ist, dass es was zutiefst Menschliches ist, Wissenschaft zu betreiben. Ja, und das, finde ich, kommt in Ihrem Buch auch schön raus, die menschlichen Komponenten, also die tollen Momente, aber auch die niederschlagenden Momente, sei es wissenschaftlich oder auch persönlich, das ist etwas, was mich auch sehr angesprochen hat in Ihrem Buch. Ja, und dann, also da muss ich ehrlich gestehen, da habe ich ein Problem aufs Alter hin jetzt. Ja. Ich habe dort das Gefühl, dass das, was ich erstmals erträumt habe, dass nämlich, wenn jemand Wissenschaft betreibt und immer vor dieser harten Tatsache steht, dass er etwas wahr ist, und wenn es wahr ist, dann ist es wahr, ja, und wenn was falsch ist, ja, und dann entweder ist es oder war es gelogen oder ist es tatsächlich falsch, und de facto ist es so, wenn was nicht stimmt, ja, dann ist es eben nicht wahr. Aber ich kann nicht so tun, als würde die Natur sich trimmen lassen, ja, dass was Falsches richtig wird. Ja. Und so langsam, je älter ich werde, die Erfahrungen, die man macht, wenn ich heute meine Arbeit jetzt lese, ja, und gucke, und sie haben mit Ergebnissen zu tun, die ich publiziert hatte. Ja. Und wenn ich dann manchmal erschrecken muss, ja, dass die Leute, die über dieselben Verbindungen jetzt im Nachhinein berichten, ja, die Arbeiten über diese berichten und nicht mal gelesen haben, ja, dann bricht in mir irgendwas
kaputt. Denn ich habe immer gedacht, wenn niemand, und das damit ist wahrscheinlich so die, der kriegerische Einfluss. Ja. Das heißt, Wissenschaft zu betreiben formt den Charakter, so würde ich wohl sagen. War meine Meinung. Ja. Und von dieser Meinung rücke ich immer mehr ab, je älter ich werde. Ja. Und das ist eine ziemlich melancholische Feststellung, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich ist das, was in der Gesellschaft auch widerspiegelt, so ist der Mensch. Ne? Ja, und wahrscheinlich, viele Leute lachen, wenn ich sage, wir wissen schon per Definition ein besserer Mensch. Ja? Aber so kann man es wahrscheinlich auch nicht sagen. Ne? Aber wir haben da gedacht, man kann auch was lernen und man kann sich was angewöhnen oder man kann alle, sagen wir, die vornehmen, was zu entscheiden zwischen falsch und richtig. Ja? Aber das ist auch der Grund, warum ich mein Buch am Ende darauf reagiere, ja, dass das charakterbildende Element der wissenschaftlichen Betätigung eigentlich auch eine sehr berührendes eigentlich ist. Ja? Und etwas sehr befriedigendes auch. Ja, naja, über die Wissenschaft gibt es viel Gutes zu sagen. Ja. Das ist das einzige System, das darauf angelegt ist, Sie haben es gerade schon gesagt, dass die Wahrheit am Ende gefunden wird. Mhm. Ja, und es gibt nichts anderes, was so ist. Ja, das ist das eine. Und natürlich leben wir jetzt in der Zeit der Postmoderne, wo die Wissenschaft wie vieles andere nur als Konstrukt gesehen wird. Mhm. Ja, und wir beide wissen, und die Wissenschaftler, die ernsthaften Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wissen es auch, dass es kein Konstrukt ist, sondern dass es die Suche nach der Wahrheit ist und bis dahin alles angezweifelt werden muss. Ja, und das verstehen eben leider jetzt nicht mehr alle. Und da müssen wir jetzt, also ich vor allem natürlich auch noch viel dafür arbeiten, der Wissenschaft diesen Stand wieder zu geben. Ja, vielen, vielen lieben Dank Ihnen beiden, Herr Professor Schreiner und Herr Mayer, für diese Einblicke in Buch und Werk. Und tatsächlich, ich hoffe jetzt, die Tonschwierigkeiten, die offensichtlich bei einigen auftreten, werden sich sozusagen auch wieder einruckeln. Ich leite jetzt einfach mal über direkt zu Frau Eva Wille, die, wie ich schon gesagt habe, zugleich Motor, aber auch Steuerfrau unseres Unternehmens ist. Frau Wille ist Chemikerin, promovierte Chemikerin bei Gerhard Binsch Mitte der 80er Jahre an der LMU, war auch als Postdoc noch an der TU Berlin, auch bei einem NMR-Chemiker, ist dann aber in die Verlagsbranche gegangen, damals noch zu VCH, später dann bei DVCH und hat dort über ihre Karriere hinweg sehr hohe Positionen begleitet. Wenn ich das richtig gesehen habe, zuletzt Vice President und Executive Director Chemistry. Sie hat zahlreiche Ehrungen erhalten. Ich nenne hier nur die Karl-Duisberg-Medaille der GDCH, die Medaille der Société Chimique de France und sie ist Ehrenmitglied der israelischen Chemischen Gesellschaft. Und auch das ist nur eine Auswahl. Ja, und Frau Wille wird uns jetzt ein wenig in den Maschinenraum mitnehmen, der tatsächlich sehr interessant ist, wenn man an eine solche Reihe denken mag. Vielen Dank, Herr Reinhardt, für diese nette Einführung. Ich freue mich, liebe Zuschauer, und heiße Sie herzlich willkommen zu meinem fünfminütigen Programmteil »Eine Reihe auf die Reihe bringen«. Wie wohl manche von Ihnen habe ich in diesem Sommer neue Orte besucht und bin dabei an ganz vielen Häusern vorbeigekommen. Zum Beispiel war ich in Güstrow im Atelierhaus von Ernst Barlach und bald werde ich in Murnau das Gabriele Münterhaus besuchen. Beides sind sehr unterschiedliche, doch einladende und öffentlich zugängliche, anregende Gebäude. So wie sicher auch Ihre Lieblingsmuseen. Buchreihen haben mit solchen Häusern sehr viel gemeinsam.
Es gibt nahezu unendlich viele Möglichkeiten, sie zu bauen und zu gestalten. Doch am Ende leuchten einige heraus, sind einladend für ganz unterschiedliche Besucher, junge und alte, Experten sowie Nicht-Experten und das durch Ausstellungen, Neuem, immer wieder von Neuem. Die Buchreihe Lebenswerke in der Chemie sollte eine gute internationale Adresse werden. Für Autoren und Leser ganz unterschiedlicher Zielgruppen und Kulturen. Für die Gestaltung haben Grafiker, Beirat und Verlagsmenschen vertrauensvoll über lange Zeit, viele Monate intensiv zusammengearbeitet. Jetzt will ich noch drei bedeutende Aspekte dafür beispielhaft herausgreifen. Erstens, da sind Architekt und Bauleiting. Das war in unserem Fall der Grafiker und erfahrene Verlagsspezialisten. Man wählte besondere Papiere, man wählte Farben, man wählte passende Schrifttypen. Man suchte übrigens in ganz Europa die Handwerker für besondere Druck- und Bindetechniken. Zweitens, beim Kauf einer Immobilie gilt Lage, Lage, Lage. Man braucht ein attraktives Grundstück mit guter Anbindung, guter Nachbarschaft und funktionierender Infrastruktur. Dies alles stellt vor allem die GDCH in Haupt- und Ehrenamt zur Verfügung. Nicht zuletzt durch die Fachgruppe Geschichte der Chemie. Und drittens die Adresse. Es muss gut klingen. Das heißt, der Name der Reihe muss stimmen, ein eingänglicher Name sein und eine klare Beschreibung, was die Besucher erwartet. Der Name der Reihe ist Lebenswerke in der Chemie. Und die einzelnen Bücher sind eine Hommage an ausgezeichnete Forschung, Erzählen, wie es gelang, und Inspirieren für die Zukunft. Und gleich nochmal, schließlich wollen wir international werden und sind auch bereits auf dem Weg, auf Englisch. Lives in Chemistry pays tribute to outstanding scientists, describes their route to success, is an inspiration for the future. Wir, der Beirat und der Verlag, haben versucht, ein modernes, ein funktionales und anregendes Haus zu ersinnen und zu bauen. Ein Ausstellungshaus, das gut erreichbar ist und aus besonderen Materialien besteht. Die Homepage, sozusagen das Foyer, ist inzwischen auch soweit. Und die ersten drei Räume sind von Meistern der Chemiezunft gestaltet. Denn schließlich sind die Inhalte doch das Wichtigste. Betreten wir nun im neuen Haus als nächstes den Erdelraum. Ich übergebe. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Frau Wille. Bevor wir den Erdelraum betreten, nochmals herzlichen Dank an Sie auch tatsächlich dafür, dass Sie mit den schönen Metaphern dann doch über das Getriebe des Maschinenraums elegant hinweggespielt haben. Dafür vielen Dank. Und ja, nun gehen wir in den ersten, den weiteren Raum, den Erdelraum. Den werden wir betreten, gemeinsam mit Herrn Erdel natürlich und Herrn Budde. Herrn Erdel muss ich nicht vorstellen, das wird Herr Budde tun. Herr Budde ist tatsächlich einer der Doktoranden von Professor Erdel gewesen, Mitte der 80er Jahre. Er ist der erste Vorsitzende der Bunsen-Gesellschaft und er war lange Zeit, bis vor ganz kurzem, Senior Partner bei McKinsey. Und dort, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich, Herr Budde, wenn es anders sein sollte,
vor allem für strategische Fragen von Chemieunternehmen zuständig. Und mit diesem kleinen Hintergrund werden wir nun zwei uns dann doch vertraute Kollegen in schönen Sesseln sitzend gleich auf dem Video sehen. Sehr verehrte Damen und Herren, es ist mir ein großes Vergnügen und auch eine Freude, Sie begrüßen zu dürfen zu diesem Gespräch mit Gerhard Ertel anlässlich des Erscheinens seiner Biografie »Mein Leben mit der Wissenschaft«. Mein Name ist Florian Budde, ich bin erster Vorsitzender der Deutschen Bunsen-Gesellschaft für physikalische Chemie. Und was in diesem Zusammenhang viel wichtiger ist, ich war Doktorand bei Herrn Ertel Mitte der 80er Jahre. Viele von Ihnen werden Gerhard Ertel schon kennen, einer der Nobelpreisträger für Chemie in Deutschland. Aber einige Stationen seines Lebensweges würde ich an dieser Stelle doch gerne erwähnen. Gerhard Ertel ist 1936 in Bad Cannstatt geboren und hat als Schüler seine Begabung, sein Interesse für die Naturwissenschaften entdeckt. Ein sehr guter Physiklehrer hat ihn dann dazu bewogen, in Stuttgart, in Paris und in München Physik zu studieren. Das Studium hat er 1961 bei Herrn Gerischer mit einer Diplomarbeit beendet. 1962 folgte er Herrn Gerischer nach München an die TU, wo er dann 1965 promoviert wurde. Und diese Promotion legte schon den Grundstein für sein späteres Wirken, da sie wahrscheinlich eine der ersten Arbeiten in Deutschland auf dem Gebiet der Oberflächenphysik, Oberflächenchemie oder auf Englisch würde man sagen Surface Science war. Er hat dann relativ schnell habilitiert. 1968 erfolgte der erste Ruf nach Hannover. 1973 kam dann der Ruf an die LMU nach München. Und 1986 wurde Ertel dann Direktor am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, und eine Eigenwilligkeit des Schicksals wollte es, dass es die Nachfolge von Herrn Gerischer war, der Ertel schon zu Beginn seiner Karriere begleitet hatte. Herr Ertel, wenn man dieses Buch liest, ist zumindest mir besonders aufgefallen, ein Aufsatz, den Sie geschrieben haben, als 16-Jähriger mit dem sehr anspruchsvollen Titel »Das physikalische Weltbild im Lichte der Relativitäts- und Quantentheorie«. Wann erkannten Sie, dass Sie eine besondere Neigung, Begabung für die Naturwissenschaften hatten? Das war eigentlich schon relativ früh der Fall. Ich war in Sport eine totale Niete, sodass das für mich nicht besonders interessant war. Ich interessierte mich sehr für Naturwissenschaften von Beginn an. Und in der Schule hatte ich dann die Möglichkeit, mit dieser Facharbeit über ein frei gewähltes Thema mich darüber auszuäußern, was ich damals über den Stand des Wissens in der Physik und die gegenwärtige Welterkenntnis der Physik erfahren konnte. Und das hat dazu geführt, dass ich mich auch für eine Berufswahl in Naturwissenschaften interessierte. In der Schule hatten wir einen Chemielehrer, der war langweilig. Und wir hatten einen sehr guten Physiklehrer. Und deswegen war es für mich klar, dass ich Physik studieren würde, obwohl die Neigung zur Chemie schon sehr früh bei mir auch bekannt und aufgetreten war. Naturwissenschaft war nicht Ihr einziges Talent. Sie waren auch ein begabter Musiker, wie Sie
schreiben? Ja, begabt würde ich nicht sagen, aber die Musik hat mich auch schon sehr früh interessiert. Ich hatte 2 Jahre Klavierunterricht gehabt und dann habe ich mich mehr der Unterhaltungsmusik zugewendet. Mit 1952 gründete ich dann eine Band, mit der wir auch im gleichen Jahr dann bei einer Silvesterfeier unseren ersten Auftritt hatten. Und in der Folgezeit war Tanzmusik für mich sozusagen eine stetige Verdienstquelle. Ich finanzierte mein ganzes Studium mit Musikmachen und auch nach Beendigung meiner Ausbildung hat die Musik immer noch eine wichtige Rolle bei mir gespielt. Am Schluss war ich immer noch Chorrepetitor bei einem Berliner Oratorienchor und 2016, also mit 80 Jahren, war ich zum letzten Mal auf dem Podium gewesen. Jetzt muss ich noch mal fragen, Sie beschreiben also Tanzmusik, klassische Musik. Was ist so Ihre favorisierte Richtung? Haben Sie auch Jazz gespielt? Wir haben auch Jazz gespielt. Wir haben sogar bei einem Wettbewerb mal mitgemacht, aber nicht gewonnen. Aber trotzdem, das hat uns damals als Jugendliche war das die Musik, die einen fasziniert hat. Ja. Dann später habe ich sehr viel Kammermusik gemacht, auch mit meinen Kindern. Die Tochter spielte Violine und der Sohn Cello, sodass wir ein Klaviertrio hatten. Und das hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet. Wann haben Sie sich denn dann wirklich entschlossen, eine naturwissenschaftliche Karriere einzuschlagen? Also wie gesagt, ich hatte Physik studiert. Und aber dazu immer auch die Neigung zur Chemie behalten. Und deswegen habe ich mir eine Diplomarbeit auf dem Gebiet der physikalischen Chemie ausgesucht. Die Diplomarbeit war sehr anspruchsvoll und öffnete mir aber auf der anderen Seite den Zugang zur Forschung. Da hatte ich zum ersten Mal erkannt, dass das alles sehr Spaß machen kann und sehr viel Interesse dabei gewonnen. Das war für mich sozusagen der Einstieg in die eigentliche wissenschaftliche Forschung. In Ihrem Buch nimmt auch die Nachwuchsarbeit einen sehr großen Raum ein. Auch hinten im Buch gibt es sogar so eine Art Stammbaum, wo man so die verschiedenen Generationen von Forschern sieht, die ihr Labor verlassen haben. Nachwuchsarbeit war Ihnen sehr wichtig? War mir immer sehr wichtig. Ich habe meine Rolle eigentlich primär als Lehrer empfunden. Erst später dachte ich, ja, die Forschung ist ja auch etwas, was uns weit weiterbringen kann. Aber als Lehrer fand ich von Anfang an die Sache sehr aufregend und habe mich auch sehr darum bemüht. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es bei den Studenten im Allgemeinen gut angekommen ist. Und ich bin auch recht stolz darauf, dass sehr viele meiner ehemaligen Mitarbeitern hinterher Karriere in Akademie oder in der Wirtschaft, wie Sie gemacht haben. Und das macht mich mindestens genauso stolz wie die wissenschaftlichen Auszeichnungen. Wie war es denn dann, als Ihre wissenschaftlichen Erfolge offensichtlich international zur Kenntnis genommen wurden? Man freut sich natürlich, wenn man für die Arbeit, die man gemacht hat, eine Anerkennung erhält. Und das ist natürlich auch gleich Ansporn, sozusagen weiterzumachen. Aber es ist nicht so, dass man dann von stolz geschwellter Brust gesegnet ist, sondern man denkt sich, ja gut, mache ich halt so weiter. Und es ist schön, wenn die anderen das auch anerkennen. Und mal ganz ehrlich, hatten Sie denn dann auch so ein wenig gehofft oder vielleicht spekuliert, dass das mit dem Nobelpreis klappen könnte? Das ist eine interessante Frage, die ich oft gefragt werde. Hast du darauf gerechnet und darauf gewartet? Um ganz ehrlich zu sein, am Schluss ja. Denn man hat ja doch auch so ein gewisses Gefühl über den Stellenwert, den man hat in der Community. Man wird auch immer mal wieder darauf angesprochen, wann wird es denn soweit sein. Sie erwähnten vorhin andere Preise, die ich zuvor bekommen habe. Das war alles so eine Art Vorstufe zu dem Nobelpreis. Aber
Man weiß natürlich auch, dass sehr viele andere anstehen. Und wenn es dann nicht dazu kommt, sollte man auch nicht enttäuscht sein. Die eigene Genugtuung über die Anerkennung hat man auch ohne den Preis. Sie beschreiben in Ihrem Buch so ein bisschen die faktische Situation, wie Sie diesen Preis dann bekommen haben an Ihrem Geburtstag. Ich muss die Frage stellen, wie haben Sie sich gefühlt? Das war interessant. Es war der 10. Oktober 2007, ein Dienstag. Am Montag wird immer, es war ein Mittwoch, Montag wird die Medizin verkündet, Dienstag Physik, Mittwoch die Chemie. Am Dienstag bei der Physik war ein Deutscher dabei, sodass ich meiner Frau am Frühstück Mittwoch sagte, naja, heute ist Chemie dran, aber nicht wieder ein Deutscher, der war ja gestern schon dran. Und bin ganz beruhigt ins Institut gegangen. Als das Telefon klingelte, sah ich auf dem Display die Vorwahl von Schweden und dann fing natürlich mein Herz an zu schlagen. Der Sekretär der Schwedischen Akademie der Wissenschaften war dran und sagte mir, ich habe Ihnen eine erfreuliche Mitteilung zu machen. Sie haben den Nobelpreis für Chemie erhalten. Und da stockte mir natürlich zunächst der Atem. Meine erste Frage war, mit wem teile ich ihn? Und er sagte, Sie haben ihn alleine bekommen. Und das war natürlich noch besonders überraschend, weil ich hatte damit gerechnet, dass ein enger Kollege von mir, ein guter Freund auch von mir, der in Berkeley, in der University of California forscht, mit mir zusammen den Preis teilen würde. Aber das war nicht so. Und dann saß ich da und fragte, ja, wem kann ich denn das mitteilen? Sie dürfen jetzt gar nichts sagen, Sie müssen jetzt warten, bis wir Sie in 20 Minuten wieder anrufen. Dann wird die offizielle Pressemitteilung erfolgen, dazu werden Sie zugeschaltet. Dann können Sie es auch anderen Leuten sagen. Darf ich nicht mal meine Frau anrufen? Nein, es könnte ja sein, dass jemand sich nur einen Jux machen will und dieser Anruf gar nicht konkret ist. Ja, und dann drehte sich etwa 20 Minuten lang alles in meinem Kopf für mich und dann kam der erlösende Anruf, dass es soweit war. Was braucht man als Naturwissenschaftler, um erfolgreich zu sein? Man muss primär neugierig sein. Man muss nicht alles glauben, was der Autoritäten sozusagen verkündet haben. Denn oft genug stellt sich das fest, stellt man sich heraus, dass die sich geirrt haben oder dass die Erkenntnisse weitergeführt werden können. Und man muss aber auch bereit sein, Niederlagen einzustecken und Enttäuschungen dann zu verkraften. Sie erwähnen in Ihrem Buch eine 3G-Regel. Jetzt nicht die 3G-Regel, die uns im Moment alle beschäftigt. Diese 3Gs beziehen sich auf Geduld, Glück und Geld. Geduld musste ich auch manchmal aufbringen, wenn etwas nicht so richtig lief und ich dann auch sozusagen den Mitarbeitern weiterhelfen musste, wie es dann anders gehen könnte. Das hatte ich manchmal, glaube ich. Geld wird häufig sozusagen als der Schlüssel zum weiteren Erfolg betrachtet. Das war bei mir nicht entscheidend. Ich hatte immer genügend Mittel, um meine Forschungsarbeiten in dem Sinne durchzuführen, wie ich sie geplant hatte. Wenn man gute Arbeit macht, kriegt man das Geld auch. Vor allem in Deutschland ist das Finanzierungssystem der Wissenschaft meiner Ansicht nach hervorragend geregelt, viel besser als in Amerika, wo man ständig einen neuen Antrag schreiben muss, wenn man noch gar nicht weiß, was man eigentlich machen will. Und deswegen verstehe ich auch manche Leute nicht, die immer wieder danach rufen, es muss mehr Geld in die Forschung gesteckt werden. Ich bin ketzerisch genug zu sagen, manchmal ist sogar zu viel Geld da. Die Leute haben so viel Geld, dass sie nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Also Geld war für mich nicht die entscheidende Frage. Glück natürlich. Ich hatte das Glück, mit einer glücklichen Familie gesegnet zu sein bis heute. Ich hatte das Glück, in eine Zeit hineingeboren zu werden, die längste Friedensphase unseres Landes darstellt, wenn man sich betrachtet, was sonst auf der Welt geschieht. Es war großes Glück für uns alle. Ich hatte das Glück, in ein Arbeitsgebiet
zu kommen und einen Betreuer zu finden, der mir den Weg auf die richtige Karriereleiter sozusagen gewiesen hat, auf einem Gebiet, das relativ neu war, wo ich sozusagen auch mit allen Dingen, die ich begann, neue Erkenntnisse gewinnen konnte. Das ist heutzutage nicht mehr so ohne weiteres möglich. Und das führt dazu, dass man häufig heute auch Arbeiten publiziert, die gar nicht so toll sind, die dazu führen einfach, dass die Publikationslisten erweitert werden. Das war bei mir nie der Fall und deswegen hatte ich auch das große Glück. Und weiterhin hatte ich Glück, dass ich immer Mitarbeiter gewinnen konnte, die hervorragend waren. Ich hatte die ja vorhin schon erwähnt. Und das ist das A und O für eine erfolgreiche Karriere, dass man mit richtigen Leuten umgeben ist, die es auch entsprechend ausführen können, was sich geplant hat. Eine durchaus reizvolle hypothetische Frage, die man sich ja gelegentlich mal stellen kann. Würden Sie noch einmal Oberflächenphysik machen? Ich glaube, wenn ich es heute noch mal zu tun hätte, von vorne anzufangen, würde ich wahrscheinlich Biologie studieren. Weil die großen Fragen, abgesehen von der Physik, wo es die ganz großen Fragen gibt, für die es eigentlich auch keine Antworten geben kann, aber die in nächster Zeit zu klärenden Fragen liegen auf dem Gebiet der Biologie. Man hat nicht umsonst das 20. Jahrhundert als das Jahrhundert der Physik bezeichnet und das 21. Jahrhundert als das Jahrhundert der Biologie. Und wenn Sie Biologie sagen, meinen Sie Biochemie? Biochemie und biophysikalische Chemie. Biophysikalische Chemie. Ja. Wenn man Ihnen zuhört über die Erfolgsfaktoren für gute Wissenschaft, haben Sie einen Begriff nicht erwähnt, den man da eigentlich auch erwarten würde. Talent? Braucht es nicht auch einfach Talent? Also um nochmal zum Beispiel Ihren Aufsatz, den Sie geschrieben haben als 16-Jähriger, zu erwähnen, der ja schon sehr einzigartig ist für einen 16-Jährigen, sich auf diesem Niveau zu wissenschaftlichen Themen zu äußern. Ja gut, Talent ist natürlich Voraussetzung, wie bei einem guten Handwerker auch Geschicklichkeit, bei einem Musiker die Möglichkeit, die Fingerfertigkeit zu entwickeln. Das ist sozusagen das Handwerkszeug. Davon muss man ausgehen. Wenn das nicht vorhanden ist, dann wird auch nichts draus. Das heißt, also jeder, der überlegt, Naturwissenschaftler zu werden oder überhaupt eine Karriere zu beginnen, müsste sich zunächst einmal selber prüfen, ob er oder sie dafür die Voraussetzungen mitbringt. Einmal das Handwerkszeug und dann die Neigung dazu natürlich auch. Ja. Ja. Die Leidenschaft. Ja, die Leidenschaft, wenn man so will, ja. Die Leidenschaft. Natürlich. Sie haben eben auch eine Bemerkung gemacht, auf die wollte ich noch mal kurz zurückkommen, in der Sie das deutsche Forschungssystem und das amerikanische Forschungssystem kontrastiert haben. Ich würde da gerne noch mal drauf zurückkommen, weil wir ja alle in einer Zeit leben, in der man so den Eindruck hat, dass die Amerikaner, wenn es um Forschung geht, irgendwie alles besser machen. Ich kenne das amerikanische System recht gut. Ich war zweimal als Gastprofessor für längere Zeit dort. Ich hatte einen Ruf nach Santa Barbara an die University of California. Und natürlich ist es so, dass die Amerikaner in den Elite-Universitäten besser gestellt sind als die Kollegen hier an den deutschen Universitäten. Aber das ist nur eine kleine Handvoll. Hm. Ja. Und wer es nicht schafft, da sozusagen Fuß zu fassen, der tut sich sehr schwer. Und auch an den Elite-Universitäten wird einem nichts geschenkt. Ich hatte einen Ruf nach Santa Barbara mit einem enormen Gehalt, eine enorme Summe für die Erstausstattung, aber dann praktisch nichts. Ich hätte mir alles von außen reinholen wollen. Nicht mal eine Sekretärin wurde mir zur Verfügung gestellt. Das muss man über Drittmittel sozusagen einwerben. Das heißt, man ist dann ständig unter Druck, kann auch nicht Projekte in Angriff nehmen, die eine längere Phase der Entwicklung sozusagen benötigen. Und das ist der Vorteil unseres deutschen Systems, dass man hier auch etwas machen kann, ohne den schnellen Erfolg sozusagen vor Augen zu halten. Und glauben Sie, dass wir diesen Vorteil ausreichend gut vermarkten?
Ach, wenn Sie die Situation betrachten, würde ich sagen, die deutsche Forschung ist nicht schlechter als die in Amerika. Die Amerikaner trommeln vielleicht lauter. Das müssen sie auch, weil sie mehr Reklame dafür machen müssen, ja. Außer der wissenschaftlichen Arbeit und der Nachwuchsarbeit, über die wir schon gesprochen haben, welche Themen haben Sie denn sonst noch beschäftigt während Ihrer wissenschaftlichen Arbeit? Sie meinen außerhalb der Forschung, außerhalb der Wissenschaft? Innerhalb oder außerhalb der Wissenschaft? Gut, natürlich war die Musik für mich ein wichtiger Aspekt, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ja. Ich habe sehr viel gelesen, auch immer. Ich war sozusagen sehr interessiert an der Literatur. Sport, hatte ich vorhin schon gesagt, war überhaupt zero, da war gar nichts zu machen, ja. Und politisch habe ich mich aber nicht besonders betätigt, aber in der Wissenschaftsorganisation war ich sehr aktiv. Ich stand mehrmals vor der Entscheidung, willst du jetzt ein noch höheres Amt antreten, um dann sozusagen die Forschung aufzugeben. Das fing in Hannover an, als sie mich zum Rektor machen wollten. Und dann später wollte mich die Max-Planck-Gesellschaft zum Präsidenten wählen. Das habe ich also mit Ach und Krach noch vermeiden können. Aber ich habe dann auch sehr stark bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft mitgewirkt. Ich war 6 Jahre lang Vizepräsident. Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung war auch für mich ein sehr wichtiger Partner sozusagen gewesen. Das war etwas, was mich also sozusagen auch sehr engagiert hat, die Wissenschaftsorganisation und die Förderung der Wissenschaftsorganisation in unserem Lande. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf Ihr Leben, auf Ihr Lebenswerk und ein wenig Resümee ziehen, welche Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf? Primär Dankbarkeit, dass alles so gut gelaufen ist, dass ich mit einer glücklichen Familie gesegnet war, dass meine Gesundheit immer noch einigermaßen mitmacht. Ich bin jetzt 85 Jahre alt. Keiner meiner männlichen Vorfahren ist annähernd so alt geworden. Und dass ich jetzt mit einer gewissen Befriedigung zurückblicken kann und eigentlich glücklich bin. Lieber Herr Erte, ich bedanke mich für dieses sehr sympathische Gespräch. Vielen lieben Dank. Und ich hoffe, dass dieses Gespräch bei den Zuschauern und Zuschauerinnen ein wenig Neugierde geweckt hat, Ihr Buch dann auch zu lesen. Ja, lieber Herr Butte, lieber Herr Ertel, vielen Dank. Ich wusste bis vor kurzem nicht, dass wir hier nicht nur eine Buchreihe starten, sondern auch eine Wissenschaftstalkshow-Reihe. Wie ich finde, sollten Sie das unbedingt fortsetzen, Herr Budde. Das hat großen Spaß gemacht. Ich darf darauf hinweisen, dass Sie alle sich das Programm der heutigen Veranstaltung und auch das Quiz als PDF herunterladen können. Marc Grünewald hat es im Chat gepostet. Und da Herr Budde das Buch von Herrn Ertel nun auch schon so schön in die Kamera gehalten hatte, darf ich überleiten zu Frau Wille und Herrn Töpfer. Herr Töpfer ist der Grafiker der Reihe. Sie wissen, eine Buchreihe hat ein Gesicht. Ich denke, sie hat auch eine Haptik. Tatsächlich denke ich, diese Bücher muss man in der Hand halten, damit man richtig spürt, wie sie wirken und wie sie sich öffnen. Also von daher jetzt ein paar Einblicke in das Innere, wie man Bücher gestaltet. Ja, hallo, hier bin ich wieder, liebe Zuschauer. Und eigentlich sollte Marc Grünewald jetzt das Foto einblenden von Herrn Töpfer. Ja, das ist Herr Töpfer. Liebe Zuschauer, Sie sehen ihn im Hintergrund zeichnen. Er blickt mir ins Gesicht. Andreas Töpfer ist 1971 in Berlin geboren, ist also Berliner, hat in Halle, Berlin und London unter anderem Buchgestaltung studiert. Er wurde vielfach, auch international, ausgezeichnet. Er hat beispielsweise den Auftritt des Freiburger Literaturhauses gestaltet und dafür sehr viel Lob erhalten. Andreas Töpfer
ist immer auf der Suche nach grafischen Antworten für Inhalte. Er sieht die Visualisierung als Parallelwelt zum Text. Es war ein großes Glück für uns, dass er bereit war, relativ spontan im August vor einem Jahr, die Parallelwelten zu unseren bereits zum teilweise vorliegenden Manuskripten zu schaffen. Statt seiner werde ich nun einige Elemente seiner Reihengestaltung näher beleuchten. Und er wird mir dann erzählen, ob ich alles mir richtig zusammengereimt habe. Jetzt würde ich gerne wieder selber da sein. Dann kann ich Ihnen nämlich vielleicht auch was zeigen. Vielen Dank an die Regie. Beginnen will ich mit dem LIC-Logo, der Wortbildmarke, die hier oben auch steht. Es ist schlicht und formelhaft, ein lesbares Symbol mit einem auf die Seite gelegten I. Augenzwinkernd hat Andreas Töpfer den I-Punkt in das Zentrum des Cs gesetzt. C steht natürlich für Chemie, ist aber auch, wie wir alle wissen, das Symbol für das Element Kohlenstoff. Ein wenig mutet das Logo auch alchemistisch an, denn ein runder Kreis mit einem Punkt steht für Gold. Da wollen wir hin, zum Goldstandard. Autorennamen und Buchtitel sind in Schreibmaschinenschrift geschrieben. Das erinnert daran, dass unsere Autoren ihre Manuskripte auf der Schreibmaschine geschrieben haben oder schreiben ließen. Kombiniert wird diese Schrift im Buch mit zwei klassischen, typischen Schriften für Wissenschaftstexte. Man sieht es, auch zwei verschiedene Farben. Es sind die Akzidenz Grotesk und die Century Schoolbook. Jedes Buch hat eine extra Farbe. Frische Farben muntern, ohne den Lesestofffluss zu stören, auf. Für Abwechslung und den schnellen Überblick sorgen die für Lehrbücher und Magazine typischen Randspalten, sowie die sehr vielen wissenschaftlichen und auch persönlichen Abbildungen. Die frische und intensive Farbe wird dabei bewusst bei vielen der historischen Abbildungen eingesetzt. Tatsächlich sind ja diese Abbildungen mitunter im Original vergilbt oder verblichen. Die farbenfrohe Farbverfremdung weist auf diese Patina hin, lädt aber zu einem neuen Blick auf die Historie ein. Die sehr deutlich sichtbaren Schuber, deutlich und sichtbar verarbeiteten Schuber mit mehrfarbigen Siebdrucklogo umfassen nun die gewichtigen Lebenswerke. Wenn Sie ein Buch in der Hand halten, dann riechen Sie nicht nur daran, sondern klopfen Sie bitte auch mal drauf. Und Sie hören einen Klang. Es sind schöne Klänge. Alle Bücher haben übrigens schöne Klänge. Probieren Sie es aus. Dieser Klang liegt am griffigen Papier und am Pappeinband. Der Pappband erinnert an Laborklappen und darf ruhig bald Gebrauchsspuren bekommen. Das heterogene Einbandmaterial mit farbigen Buchrücken signalisiert Leben und Bedeutung im Buchregal. Es kann und soll auch zum Sammeln anregen und das Farbspektrum der Chemie wiedergeben. Das heißt, in Zukunft werden noch weitere Farben neben Rot, Grün und Blau dazukommen. Der Buntschnitt, ein sogenannter Rough Cut, zeigt schließlich
offensiv die verschiedenen Materialien. Er zeigt, wie der fadengeheftete Buchblock zwischen die Deckel eingehängt und durch die Vorsatzbilder und den Buch, das Buchrückenpapier zusammengehalten werden wird. Sie sehen, es hat Andreas Töpfer sehr gereizt, klassische Elemente der Wissenschaftsliteratur aufzunehmen, sie aber so zu verändern, dass es zu neuen Wahrnehmungen anregt und hoffentlich auch zum Lesen und darüber reden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Frau Wille, für diese sehr schöne, fast alle Sinne direkt ansprechende Vorstellung der Reihe der Bücher. Sie sehen, wie viel da hineinfließt. Natürlich auch Chemie tatsächlich und Materialkunde und alles das. Ich hoffe, ganz viele von Ihnen können auch an den Bänden riechen. Und ja, von daher vielen Dank, Herr Töpfer, dass Sie das uns möglich gemacht haben. Nun kommen wir zum dritten großen Thema des heutigen Nachmittags, frühen Abends. Wir kommen zu Henry Brunner und seiner Chemie, seiner Stereochemie, metallorganische Verbindungen. Herr Brunner kann leider heute nicht persönlich bei uns sein. Er wird die Aufzeichnung sehen können, ganz bestimmt. Ich freue mich, dass Frau Dehnen bei uns ist, denn Frau Dehnen wird Herrn Brunner vorstellen. Wie ich glaube, ich schon kurz erwähnt habe zu Beginn, ist Frau Dehnen die Vorsitzende der Wöhler-Vereinigung für anorganische Chemie. Sie ist seit 2006 Professorin an der Universität Marburg und beschäftigt sich vor allen Dingen mit Clusterverbindungen, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie hat 2020 den Alfred Stock Gedächtnispreis der GDCH erhalten und auch in diesem Jahr die Margot Becke Vorlesung der Uni Heidelberg gehalten. Nun, von daher schauen wir uns an im nächsten Video, wie die Brunner-Dehnen-Verbindung so voranschreitet. Als ich die Einladung erhielt, eine Autobiografie zu schreiben, war die erste Frage, die sich mir stellte. Ich ging da auf die 85 zu. Tue ich mir das an? Diese Frage war sehr schnell positiv beantwortet. Das nächste Problem, das sich vor mir aufbaute, war die Befürchtung, bringe ich überhaupt aus dem Gedächtnis genügend Interessantes für eine Autobiografie zusammen. Diese Befürchtung begleitete mich über weite Strecken der Schreibphase. Am Ende allerdings stellte sich heraus, dass zu viel zusammengekommen war. Es mussten also mehrere Kürzungswellen über das Ganze hinweglaufen. Bei der Gestaltung war ich völlig frei. Mein Ansatz war, mein Leben und die Chemie miteinander zu verbinden, die Stereochemie besonders herauszuarbeiten, die meine Arbeiten dominierte und da wiederum dem Bild-Spiegelbild-Aspekt, der weit über die Chemie hinausgreift, bis ins tägliche Leben und in die Natur hinein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir kommt heute die ausgesprochen angenehme Aufgabe zu, einen Kollegen zu ehren, der eingeladen wurde, als einer der drei ersten Autoren in der Reihe Lebenswerke in der Chemie, Lives in Chemistry, seine Autobiografie zu verfassen. Verehrter lieber Herr Brunner, es geht um Sie. Ich habe Ihr Buch Bild und Spiegelbild, kleiner Unterschied, große Auswirkung,
mit großem Interesse und großem Vergnügen gelesen und ich verstehe gut, warum die Wahl für den anorganischen Band auf Sie fiel. Im Jahr 2005 hörte ich einen Ihrer Vorträge zu Bild und Spiegelbild. Schon damals fiel mir Ihr großes didaktisches Geschick auf und Ihre Begabung, die Zuhörer mit spannenden Beispielen aus der uns umgebenden Welt in den Bann zu ziehen, bevor sie dem sich dadurch regelrecht aufdrängenden Wunsch nachgaben, die chemischen Ursachen der genannten Befunde zu benennen. Wovon ich damals nichts wusste, waren all die Umstände, die Sie zu dem Henry Brunner gemacht haben, der Sie sind. Ihre persönliche Lebensgeschichte. Daten und Fakten zu Ihrer Person kann man natürlich auch dem Internet entnehmen. Sie gelten als Pionier der Stereochemie metallorganischer Verbindungen, womit Sie ein Pendant zu der seit dem 19. Jahrhundert etablierten organischen Stereochemie schufen. Der Internet-Eintrag gibt zudem an, dass Sie ein akademischer Schüler von Ernst Otto Fischer sind, dem späteren Nobelpreisträger, sowie von Herbert Dicass und dass auch Sie selbst viele akademische Schüler hatten. Sie promovierten 150 Doktorandinnen und Doktoranden. 4 von ihnen erhielten später Lehrstühle an deutschen Hochschulen. Wolfgang A. Herrmann, Walter Leitner, Jürgen Klankermeier und Andreas Terfort. Man entnimmt dem Internet-Eintrag ferner Ihren Geburtsort in Burkhardsdorf im sächsischen Erzgebirge, Ihren Schulabschluss an der Oberrealschule Deggendorf und Ihre universitären Ausbildungs- und Wirkungsstätten. Dies waren die Universität München, die University of California in Los Angeles, die TH, heute TU München, sowie die Universität Regensburg. Ihre Webseite und Wikipedia informieren auch über die zahlreichen Ehrungen, die Ihnen zuteil wurden. Eine sehr wichtige Auszeichnung war hier sicherlich der Karl-Duisberg-Gedächtnispreis, mit dem die GDCH das Highlight ihrer Habilitation würdigte, die enantiomerenreine Darstellung optisch aktiver Mangankomplexe und die zugehörigen mechanistischen Untersuchungen. Dieser wissenschaftliche Durchbruch bildete zugleich auch die Grundlage für Ihre Berufung zum damals jüngsten Lehrstuhlinhaber Deutschlands. Die Anerkennung der wissenschaftlichen Arbeiten als Professor für anorganische Chemie in Regensburg fand ihren Niederschlag unter anderem in 2 weiteren Rufen, die sie aber nicht aus Regensburg weglocken konnten. Hinzu kamen etliche internationale Gastprofessuren und Lectureships sowie zahlreiche weitere Preise, etwa der Max-Planck-Forschungspreis und der deutsch-französische Alexander von Humboldt-Preis. Eine besondere Würdigung war im Jahre 2004 die Ehrenpromotion durch ihre zweite Alma Mater, die TU München. Auch, dass sie nach der Emeritierung nicht etwa in den Ruhestand getreten sind, kann man dem Internet-Eintrag entnehmen. Dort wird für 2007 ihre Ernennung zum Adjunct Professor der University of Maryland angegeben und es finden sich weit über den Zeitpunkt ihrer Emeritierung hinaus Publikationen, die zu ihren rund 500 Arbeiten beitragen. Was man im Internet allerdings nicht nachlesen kann, sind die vielen wichtigen und spannenden Details, die zu Weichenstellungen in ihrem Leben führten, bewusst oder zufällig. Die Wahl des Studienorts München trafen sie, nachdem sie noch als Schüler an die Universität fuhren, um dort eine Vorlesung von Rolf Hüsgen zu hören. Dass sie allerdings überhaupt das Gymnasium besuchten und dort ein ausgezeichnetes Abitur ablegten, war Fügung. Ihre Familie bestellte nach der Übersiedlung von Sachsen nach Mettenhausen in Niederbayern einen Bauernhof. Diesen erbte jedoch ihr Cousin und Pflegebruder, dessen im Krieg verstorbenen Eltern er gehört hatte. So wurde entschieden, dass sie die Hochschulreife erwerben und studieren sollten. Bei der Schilderung ihrer Kindheit und Jugendjahre kommt ihre Naturverbundenheit inklusive der Flussfahrt im Schweinetrog auf der Vils gut zur Geltung. Sicherlich hat das schon früh den Blick für das Besondere in der Natur geschärft, wie etwa die unterschiedlichen Drehsinne im Tier- und Pflanzenreich. Dazu später mehr. In ihrer Schul- und Studienzeit taten sie sich als Allround-Talent hervor. Sie glänzten nicht nur in Naturwissenschaften, sondern auch in Sprachen, Musik, Sport und in Kunsterziehung. Man findet unter den 261 Abbildungen im Buch einige Exemplare sehr gut gelungener Zeichnungen aus ihrer Hand. Dies belegt eindrücklich, dass Kreativität umfassend ist und durchaus von bildender Kunst zu Naturwissenschaft reichen kann. Auch die Tatsache, dass sie als Schüler Stenografie erlernten, sollte weitreichende Folgen haben. Ich zitiere. Als ich nach Übernahme meines Lehrstuhls in Regensburg meine Sekretärin einstellte, zeigte sich, dass sie meine Stenografie mühelos lesen konnte. Das galt sogar für chemische Texte.
Ich habe ihr 33 Jahre lang zu Hause geschriebene Briefe, Gutachten und Veröffentlichungen in Stenoform vorgelegt. Teilweise waren diese Stenogramme in der Badewanne geschrieben. Ich hoffe sehr, dass viele junge Menschen Ihr Buch, lieber Herr Brunner, lesen werden, und zwar nicht nur solche, die Chemieprofessor oder Professorin werden wollen. Es bestätigt, wie wichtig eine gute Allgemeinbildung und vielseitige Interessen sowohl für eine erfolgreiche Karriere als auch für die persönliche Zufriedenheit sind. Dies zeigt sich auch in der amüsanten und zugleich liebevollen Schilderung, wie Sie um die Gunst Ihrer späteren Frau warben, mithilfe von Konzertbesuchen und einem raffiniert kodierten Blumengruß. Auf rein fachlichem Wege wäre es vielleicht nicht zu der Verbindung gekommen, obgleich Sie beide in der Arbeitsgruppe Fischer tätig waren. Insgesamt spielt Ihre Frau Astrid in Ihren Ausführungen eine wichtige Rolle, als die Partnerin an Ihrer Seite, als die Stütze Ihrer Karriere und als Managerin Ihrer Familie, die neben Ihren beiden Töchtern inzwischen 5, wie Sie schreiben, wohlgeratene Enkelkinder umfasst. Sie ehren Ihre Frau mit Ihrer Autobiografie sehr und es wird greifbar, wie viel sie Ihnen bedeutet hat und wie sehr Ihr viel zu früher plötzlicher Tod schmerzte. Sie schreiben aber auch, wie Ihnen der gute Kontakt zu Ihren Töchtern und Ihre neue Aufgabe als Adjunct-Professor in den USA halfen, mit dem Verlust umzugehen. Dass Sie bei der Beschreibung Ihrer Tätigkeit in den USA erwähnen, dass Sie für eine Experimentalvorlesung in Maryland roten Phosphor, der dort nicht zu beschaffen war, im Flugzeug transportieren mussten, ist wiederum exemplarisch für den Anekdotenreichtum in Ihrem Buch. Ihre Autobiografie lebt nicht zuletzt von der wunderbaren Balance, mit der Sie die Kapitel zu den persönlichen Aspekten in Ihrem Leben mit denen zu Ihrem wissenschaftlichen Werdegang abwechseln lassen. Zudem beschreiben Sie beides so plastisch, dass man sich fragt, ob Sie über ein kinematografisches Gedächtnis verfügen, mit dem Sie Ereignisse wie die erste Analyse im qualitativen Praktikum oder das Schlüsselexperiment Ihrer Doktorarbeit festhalten. Über Letzteres schreiben Sie Folgendes. Die erste entscheidende Chromatographie und die anschließende Sublimation führte ich am Ostersonntag 1962 durch. Metallierung, Carboxylierung und Veresterung hatte ich in der Karwoche gemacht und das Substanzgemisch wollte ich nicht über die Osterfeiertage liegen lassen. An diesen Ostersonntag kann ich mich noch gut erinnern, wie sich nach der braunen Dibenzol-Chrombande die rote Bande des Monosubstitutionsprodukts entwickelte und deutlich von den Mehrfachsubstitutionsprodukten absetzten, war eine Augenweide. Nicht minder schön schlugen sich die kompakten roten Kristalle bei der Sublimation nieder. Damit hatte ich mein Starprodukt am Ostersonntag in eine haltbare und vorzeigbare Form gebracht. Zitat Ende. Nach der sehr erfolgreichen Promotion bei E.O. Fischer folgte die Postdoktorandenzeit bei Herbcase, die sie neben der Forschung und der Verfestigung internationaler Kontakte auch dazu nutzten, mit ihrer damals frisch angetrauten Frau das Land kennenzulernen. Der Bericht über die anschließende, nur 3,5-jährige Habilitationsphase liest sich ebenfalls wie ein Krimi. Der rote Faden ist hierbei die Einführung von Nitrosylliganden in heteroleptische Übergangsmetallkomplexe. Mithilfe von Natrium-L-Methanolat und einem wieder in Schwung gebrachten Polarimeter etablierten sie die Synthese und Analyse optisch aktiver metallorganischer Komplexe, eine Forschungsrichtung, die sie fortan nicht mehr loslassen würde und deren Klaviatur ihre Mitarbeiter und sie bis in die Katalyse und in die medizinische Wirkstoffforschung hinein beherrschten. Sie beschreiben aber auch, dass ihnen die wissenschaftlichen Erfolge nicht einfach aus dem Nichts in die Hände fielen, sondern, dass für sie der schöne Ausspruch zutrifft, das Glück ist mit den Tüchtigen. Ihr Erfolg gründete darauf, dass sie in bester Weise Interesse, naturwissenschaftliches Talent, Innovationsgeist und einen möglicherweise durch lebenslanges, sehr erfolgreiches Schachspielen geschärften Sinn für übergeordnete Zusammenhänge mit Zielstrebigkeit und Fleiß verbunden haben. Diese Abschnitte des Buches werden vielen angehenden Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern Beruhigung und Ansporn zugleich sein. Man sollte sich nicht verunsichern lassen, wenn der erwünschte Erfolg sich nicht sofort einstellt, sondern fokussiert weiterarbeiten, um zum Ziel zu gelangen. Sie sind zum Ziel gelangt und blicken auf eine lange und erfolgreiche Karriere unter dem Markenzeichen Bild und Spiegelbild zurück. In Kapitel 4 der Autobiografie stellen Sie, wie bei Ihrem eingangs erwähnten Vortrag, zunächst eine Vielzahl an Beispielen für Links- und Rechtshändigkeit in der Kunst und der Natur vor, die mal selektiv oder gar spezifisch
mal willkürlich oder paritätisch gemischt auftreten. Es gelingt ihnen meisterhaft, sehr ernste Inhalte neben eher humoristisch aufbereitete Tatsachen zu platzieren. Die tragische Folge einer fehlenden Enantiomerentrennung bei dem Medikament Contergan gehört zur ersteren Kategorie, aber auch das unverdauliche Rechtssteak, das ausschließlich Proteine aus rechtsdrehenden Aminosäuren enthalten würde, ist lehrreich. Und wer hätte gedacht, dass sich im politisch konservativen Freistaat ausgerechnet die Hopfenpflanze eine Linksspirale erlaubt? In Ihrem Buch werden alle Beobachtungen erläutert, wenn möglich auf Basis der Händigkeit der zugrunde liegenden chemischen Bausteine, die wiederum aus einer Laune der Erdgeschichte hervorgegangen sein mögen. Man erfährt des Weiteren von Krawattenmustern, Windmühlen, Schweineschwänzchen, Blumenblüten, Spiralnebeln, Hurricanes und sogar den Nähten am Wams des vermutlich linkshändigen Ötzis. Definitiv sensibilisieren Sie Ihre Leserschaft für den, wie Sie es nennen, händigen Blick. Im Sommerurlaub habe ich das Portal des Doms von Siena erstmals mit anderen Augen betrachtet und Erstaunliches bezüglich der Händigkeit der helikalen Säulen festgestellt, wie Sie jetzt auf dem Hintergrundbild sehen können. Die Baumeister hielten sich hier offenbar überhaupt nicht an Regeln zur Symmetrie oder Bedeutung der Drehrichtung. Natürlich darf in diesem Kapitel zu Bild und Spiegelbild auch ein Abriss ihrer wissenschaftlichen Forschungsergebnisse nicht fehlen. Zu dem schon genannten Thema kam später die enantioselektive Katalyse hinzu, und zwar, wie man auch in ihrem gleichnamigen Lehrbuch nachlesen kann, unter Einsatz des eigens entwickelten und patentierten Norphos-Giganten. Sie berichten zudem über ihre Beiträge zur Entwicklung von Chemotherapeutika und hierbei auch über die Widrigkeiten, die mit der Sprunghaftigkeit der kooperierenden Arzneimittelhersteller einhergehen. Neben ihrer Eigenschaft als Forscher waren sie Hochschullehrer im besten Sinne und immer um eine gute und sinnvolle Ausbildung bemüht. Hierfür machten sie sich bereits an der Jungen Universität Regensburg stark, an der das Fach Chemie gerade erst eingeführt worden war. Dies hat den bis heute ausgezeichneten Ruf dieser Fakultät sicherlich mit begründet. Sie berichten in ihrem Buch zudem von ihren zahlreichen Mitarbeitern und man erkennt an vielen Stellen ihrer Autobiografie, wie wichtig ihnen nicht nur die biologische, sondern auch die akademische Familie ist. Der Zeit nach der Emeritierung widmen sie das letzte Kapitel. Wie zuvor angedeutet, gibt es auch einiges zu berichten, was nach der Abschiedsvorlesung mit dem Titel im 96. Semester Chemie noch kam. Mehr möchte ich aus dem Inhalt des knapp 300-seitigen Buchs jedoch nicht verraten. Allenfalls war es mein Plan, Appetit zu wecken, was Sie selbst mit bemerkenswerter schriftstellerischer Brillanz tun. Ihre Erzählungen sind gespickt mit Kuriositäten, die Sie, lieber Herr Brunner, dann zu einem späteren Zeitpunkt im Buch aufklären. Etwa, warum neben der Fotografie Ihres Doktorvaters und Mentors E.O. Fischer ein Glasgefäß mit 1 Kilogramm Dibenzolchrom zu sehen ist, oder wie sich eine unerlaubte Fahrstunde, die sie ihrer Frau gaben, auf die Einreise in die USA auswirkte. Mein abschließendes Textbeispiel illustriert darüber hinaus ein weiteres Charakteristikum ihrer Auftritte, nämlich den Einsatz von Anschauungsmaterial. In diesem Fall ein Säckchen mit linksgängigen Weinbergschneckenhäusern. Ich zitiere. Wie bin ich zu den 50 linken Schneckenhäusern gekommen? Ich fordere die Zuhörer auf, darüber nachzudenken, wie das gegangen sein könnte, und ich verspreche, das Geheimnis am Ende des Vortrags zu lüften. Das tun Sie dann auch am Ende des betreffenden Kapitels. Ich lasse es an dieser Stelle offen. Lieber Herr Brunner, Ihr Buch beweist, dass es für wissenschaftlichen Erfolg durchaus nicht von Nachteil ist, wenn man seine Forschung und deren Ergebnisse gut und ansprechend vermitteln kann. Ihnen ist das seit jeher bestens geglückt und mit der Autobiografie erneut. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, vor allem eine weiterhin stabile Gesundheit und Ihrem Buch viel Erfolg. Ein übernatürlicher Eingriff. Zwischen Abitur und Studienbeginn hatte mich eine Gesichtslähmung befallen, die mir außerordentlich zu schaffen machte. Ich war von Arzt zu Arzt gezogen, die konnten mir aber auch nicht helfen. Das für ein Chemiestudium eine Anmeldefrist bestehen würde, hatte ich in dieser Situation einfach nicht auf dem Schirm.
Und so stellte ich mich ein paar Tage vor Semesterbeginn im Sekretariat des Instituts für anorganische Chemie an der Universität München vor und sagte zur Sekretärin, ich möchte Chemie studieren. Da antwortete sie, das geht nicht mehr. Die Anmeldefrist ist längst abgelaufen. Ich war wie vom Donner gerührt. War jetzt alles vorbei? Da geschah ein übernatürlicher Eingriff. In dem Raum war noch eine zweite Sekretärin. Mit der sprach gerade der junge Dozent Max Schmidt, später Professor in Marburg und in Würzburg. In seiner aufgeweckten Art hatte er seine Augen und Ohren überall. Er hatte mitgehört, kam zu uns herüber und sagte zu mir, zeigen Sie mir mal Ihr Abiturzeugnis. Er warf einen kurzen Blick darauf und dann sagte er zur Sekretärin, Frau Scheller, den nehmen wir. Da hatte ich wieder festen Boden unter den Füßen. Ich habe Max Schmidt später auf dieses Vorkommnis angesprochen. Er konnte sich nicht mehr erinnern. Für mich aber war diese Szene ein denkwürdiger Auftritt. Vorlesen werde ich jetzt die Patentierung meiner Doktorarbeit. Kurz nach meiner Promotion überraschte mich E.O. Fischer mit der Mitteilung, dass meine Doktorarbeit zusammen mit der BASF patentiert werden würde. Damit hatte ich nicht gerechnet, aber warum auch nicht? Die Zusammenarbeit mit der Patentabteilung der BASF war neu für mich. Die Formulierung der verklausulierten Patentansprüche war aufschlussreich und erheiternd zugleich. Ich leistete meinen Beitrag so gut ich konnte. In der Phase, in der wir uns mit der Patentsache befassten, plauderte E.O. Fischer einmal tief aus dem Nähkästchen. Dabei erschloss sich mir der Zusammenhang zwischen dem zeitlichen Ablauf und einer Patentierung metallorganischer Forschung. Mehrstöckiges Ferienhaus, Kleinwagen, Freundschaftsdienst, kein Interesse. E.O. Fischer hatte seine Dibenzol-Grundsynthese mit der BASF patentiert, bevor er sie 1955 publizierte. Damals war unklar, welche Möglichkeiten dieses völlig neue Molekül bieten würde. E.O. Fischer erhielt von der BASF einen Betrag, mit dem er ein mehrstöckiges Ferienhaus bauen konnte, in Tirol, in Leutasch. Das Haus lag nahe bei Mittenwald und war von München aus leicht zu erreichen. Es stand auch den Mitarbeitern des Arbeitskreises offen. Auch ich war mehrfach in Leutasch. Beim Plaudern aus dem Nähkästchen erfuhr ich auch, dass 4 bis 5 Jahre später ein weiteres Forschungsergebnis aus E.O. Fischers Arbeitskreis von der BASF patentiert worden war. Dabei war noch ein Kleinwagen herausgesprungen. Die Patentierung meiner Doktorarbeit war wieder 4 bis 5 Jahre später. Es floss kein Geld mehr. Aber die BASF übernahm die Patentierungskosten im Sinne eines Freundschaftsdienstes, wie E.O. Fischer sich ausdrückte. Wieder 4 bis 5 Jahre später bestand auch von Seiten der BASF kein Interesse mehr, die Kosten für die Patentanmeldung mit
metallorganische Grundlagenforschung zu übernehmen. Mehrstöckiges Ferienhaus, Kleinwagen, Freundschaftsdienst, kein Interesse mehr. Tja, da könnte man jetzt natürlich sagen, das sind ein wenig die Tücken eines vielleicht falsch verstandenen Shareholder-Value, mit denen hier Herr Brunner geendet hat. Vielen Dank, liebe Frau Dehn, für diese tolle Buchvorstellung. Ich bin froh, dass wir, ich sag mal so, etwas anders geartete Stakeholder-Values haben. Unsere Stakes sind ganz andere. Da steht auch einiges auf dem Spiel, aber wir haben natürlich ganz andere Stakeholder, die sitzen jetzt nun leider nur virtuell gerade vor mir an ihren Bildschirmen. Wir sind sehr gespannt auf ihre Resonanz, auf ihre Eindrücke von diesen Büchern, die sie natürlich auch bald, wenn sie das möchten, selbst in den Händen halten können und daran klopfen können, wie uns Frau Wille so schön gesagt hat. Vor allem aber möchte ich daran erinnern, dass wir natürlich auch andere Werte teilen und daran erinnern, dass wir versuchen wollen, tatsächlich den Schöpfergeist im Menschen zu entfesseln, wie Herr Reuter eingangs gesagt hat. Vor allem aber wollen wir daran erinnern, dass wir vorhaben, einen langen Atem zu beweisen. Dies war der Start, auch wenn es ein beträchtlicher Start ist, glaube ich, wie ich das sagen möchte, also drei Autoren zusammengeführt hat. Aber wir wollen diese Reihe natürlich fortsetzen. Wir wollen sie fortsetzen. Ich nenne jetzt nur einige Namen, die sich schon konkretisiert haben, die auch schon schreiben und weit gekommen sind. Sigrid Payer-Imhoff wäre zu nennen, Franz Effenberger wäre zu nennen, auch Dieter Oesterheld ist dabei, gemeinsam im Gespräch mit Matthias Grote, einem Kollegen aus der Wissenschaftsgeschichte. Stephen Kent, ich sehe ihn schon eingeblendet hier, und Ryori Noyori. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Steve, I'm sure you will, we will live up to that, as well as others will. I'm really looking forward to that. Für diejenigen unter Ihnen, die eine Nachricht bekommen haben oder diejenigen, die jetzt schon im Zoom-Raum miteinander versammelt sind, wird es die Gelegenheit geben, sich noch ein wenig auszutauschen, miteinander zu plaudern, soweit es dieses virtuelle Medium zulässt. Wir haben Sie schon ein wenig aufgefordert, selbst unterstützt in manchen Fällen durch die Großzügigkeit von Frau Wille und Herrn Gölitz, tatsächlich dann gemeinsam anzustoßen. Darauf freue ich mich sehr. Ich sehe auch schon erste Antworten aus dem Chat hier. Das gefällt mir toll, dass es Ihnen gefallen hat. Vielen Dank. Es ist tatsächlich etwas nervenaufreibender, so eine Zoom-Veranstaltung durchzuführen, als ich mir das vorher gedacht habe. Man weiß nie, ob die Leitungen tatsächlich alle halten. Sie haben letzten Endes gehalten bis zu diesem Punkt und hoffentlich noch länger. Ich danke Herrn Bräutigam, ich danke Marc Grünewald, ich danke allen Beteiligten, die sich so stark engagiert haben und das auch weiter tun möchten. Und von daher alle diejenigen, die jetzt noch Gelegenheit haben möchten, mit uns zu sprechen. Bitte bleiben Sie einfach noch drin, wir holen Sie rein. Und ja, damit beschließe ich den gesendeten Teil der Veranstaltung und danke nochmal allen Beteiligten. Auf bald.